Was ist das jetzt für ein Gefühl, wieder hier zu sein in Nopiefa? Nach Hause kommen. Sowohl familiär wie auch dienstlich wieder hier zu sein, ist einfach schön, es ist nach Hause kommen. Was haben Sie gedacht, als Sie die Information bekommen haben, dass Sie hier als Kommandeur hinversetzt werden? Ich sechse am Lotto. Man hofft natürlich drauf, aber es kam sehr überraschend, sehr, sehr kurzfristig. Ich war überfahren, aber wie gesagt, ein Sechser am Lotto. Also Freude, ne? Man will es gar nicht glauben. Man will es schon glauben, aber man kann es gar nicht glauben. Und wie bereitet man sich dann genau auf so eine Verwendung vor? Oh, was heißt, wie wird man? Grundsätzlich muss man ja für so eine Verwendung im Vorfeld vorbereitet sein. Also es ist ja nicht so, als ob man dann nochmal spezifisch einen Lehrgang besucht oder sonstiges. Von den Gedanken her habe ich mir schon Revue passieren lassen, wie die Zeit war auf den verschiedenen Führungsverwendungen, auf den verschiedenen Führungsebenen. Wie war es als Bataillonskommandeur, wie war es als Kompaniechef? Was sind die Erwartungen, die die Soldaten an dich stellen? Dann auch das eine oder andere Gespräch, was sind die Probleme hier am Standort, was finden die Soldaten gut, was eben nicht so, um dann versuchen, gezielt da anzugreifen. Aber es ist ja jetzt Ihre vierte Verwendung in Opiefa, da müssen Sie doch schon ein bestimmtes Bild gehabt haben, bevor Sie jetzt wieder hierher gekommen sind. Ist es ein Vorteil, dass Sie den Standort schon kennen? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also das Zurechtfinden im Gelände ist sehr, sehr leicht. Also ich finde alle Einheiten und sonstiges sehr schnell, auch im Umfeld. Also vom Bürgermeister über Landrat sind es eben bekannte Gesichter. Man wird nicht konfrontiert mit lauter Neuen. Und man hat, und das sehe ich als sehr großen Vorteil, viele, viele alte Kameraden, wo man ein sehr, sehr ehrliches Wort auch kommt, die man beiseite ziehen kann und sagen, wo drückt der Schuh wirklich? Oder wo man auch eine Rückmeldung bekommt, man ist nicht frei von Fehlern, wo jemand sagt, das war jetzt echt daneben, wo man dann Sachen auch anders sieht. Oder ist es vielleicht auch dann auch ein Nachteil, wenn vorher schon Menschen hier waren und jetzt kommen Sie als Kommandeur wieder zurück? Mit Sicherheit gibt es auch das. Also ich bin jemand, der jetzt kein Du zurücknimmt. Also wenn ich mit jemandem zusammengedient hat auf einer Ebene und er jetzt als Unteroffizier und Spieß und wir waren schon vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 18 Jahren per Du, dann werden wir das auch bleiben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt keine meiner alten Kameraden, wo ich sage, die würden das missbrauchen, die würden den direkten Draht suchen. Nein, glaube ich nicht. Oberstleutnant Marc Vogt, was würde er für einen Kommandeur werden? Ich hoffe, er wird ein Kommandeur, der bei den Frauen und Männern ist, der präsent ist, der es aufnimmt. Ich bin jemand mit sehr klaren Vorstellungen und mit einer sehr eindeutigen Ausrichtung auf die Einsatzbereitschaft. Es ist nicht das Wohlfühlpaket, sondern es geht darum, unsere Frauen und Männer bestmöglich für ihren Auftrag vorzubereiten, aber gleichzeitig da zu packen, wo sie es brauchen und ich sag mal, ihnen den Rücken zu stärken. Wenn man mir nach 10 Jahren, wenn ich hier weg muss, vielleicht auch 15, mal nachsagt, ich war bei den Frauen und Männern, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden.